Oh! Hilfe! Oh Gott! Let's start again. Uta, Dagar, Schwadam. Alhusa, Schwalim, Schala. Dantan, Hawanta, Sala, Salwa. Barqua, Udams, Manai. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Far Cry Primal, liebe Freunde. Und wir haben ja beim letzten Mal der lieben Dame hier geholfen, die von einem Säbelzahntiger angegriffen wurde. Und ich habe mir jetzt einfach gedacht, in der heutigen Folge werden wir jetzt erstmal anfangen, ein bisschen Gas zu geben und uns mal ein bisschen vertraut machen mit den ganzen Dingen, die wir hier tun können in dem Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, okay. Belohnung öffnen. Belohnungslager. Ah, okay. Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und Gegenstände verstaut. Achte auf das Symbol auf der Karte. Du kannst im Dorf und an allen eroberten Außenposten durchfeuern oder Lagefeuern auf dein Belohnungslager zugreifen. Gegenstände werden bei der Eroberung eines Außenpostens oder beim Anstieg der Bevölkerung automatisch hierhin gebracht. Sila. Die Sammlerin, genau, Sila, die haben wir ja gerettet, wird ebenfalls täglich neue Dinge hinzufügen, wenn du ihre Hütte errichtet hast, einschließlich seltener Gegenstände beim zweiten Upgrade. Sieh regelmäßig nach und nimm dir alle Gegenstände, die du brauchst. Okay, sehr schön, das hört sich ja schon mal sehr interessant an. Also so wird das dann, denke ich mal, auch laufen mit diesen seltenen Gegenständen. Was ist hier? Hier sind verschiedene Sachen irgendwie. Dorf, ach, okay, Dorfbaufortschritt, okay. Bestien, gejagte Tiere zähmt. Ah, okay, alles klar. Ja, dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, werden wir uns heute erstmal ranmachen und irgendwas einnehmen auf der Karte. Da müssen wir jetzt mal, oh, ganz kurz schauen. Hier war die Karte, genau. Eine Ziege, eine gewöhnliche Ziege. Jagdschwierigkeit leicht. Belohnung Ziegenfell. Oder wir können mal gucken, ob wir so einen Wildschwein mal jagen. Ich denke mal, wäre auch eine ganz coole Sache. So, wir haben uns jetzt die Markierung gesetzt. Ah, da wird die angezeigt, okay. Müssen wir nur mal schauen. Müssen wir hier mal rübergehen. So. Und jetzt fängt das Spiel erst richtig an, liebe Freunde. Jetzt geht's erst so richtig los hier in Far Cry Primal. Und ich hoffe, ihr habt genauso einen Bock wie ich auf das Game. Es macht echt übelst viel Spaß. Und ich will das jetzt so lange im Wechsel mit Ark bringen, bis ich es halt durch habe, komplett. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich natürlich auf diesem Abenteuer ein wenig begleitet, liebe Freunde. So. Und nochmal ein riesen Dankeschön an Ubisoft, die das Ganze hier ermöglicht haben. Komm. So, den haben wir instant umgelegt, aber sowas von. So, zack. Jetzt haben wir hier schon mal Ziegenfell wieder bekommen. Ich höre hier auch irgendwo Viecher. Ach, guck mal an. Da oben hängt was. Das muss ich bestimmt mit dem Bogen abschießen, kann ich mir vorstellen. Ja. Krass, okay. Hier hängen teilweise so Sachen rum. Tasche ist voll mit Tierhaut. Ah, okay, das wäre jetzt Tierhaut gewesen. Richtig krass, guckt euch das mal an. Da hängt einfach so einen Ballen Tierhaut in der Luft. Denn irgendwer da hingehangen. Echt krass. Boah, und grafisch, ne, ist auch schon echt heftig, wie das hier aussieht. Vor allen Dingen mit diesen dicken Mammutbäumen. Erinnert richtig so an die Steinzeit. So, wir sollten natürlich den Jägerblick auch hin und wieder einsetzen. Immer schön hier die Sachen sammeln, die wir mitnehmen können. Hier sind Lianen. Da oben geht es nämlich zu den Wildschweinen. Dann würde ich sagen, gehen wir da auch mal hin. Ich habe jetzt nicht direkt irgendeine Mission erhalten, ne? Ich laufe jetzt einfach erstmal hier so ein bisschen random rum. Ich habe mir gedacht, machst du erstmal ein bisschen deine Taschen voll. Und kümmerst dich erstmal darum, irgendwie hier, ja, man kann ja bestimmt auch wieder hier in dem Spiel wie in den anderen Teilen Verbesserungen machen. Und ja, um die wollte ich mich jetzt halt erstmal kümmern. Mal schauen, da unten werden jetzt wahrscheinlich die Wildschweine sein irgendwo. Oder sind die schon direkt hier? Ne, die werden da unten irgendwo sein, denke ich mal. Mal schauen. Wo haben wir unsere geliebten Wildschweine, hä? Da unten liegt irgendein totes Vieh rum.
Okay, hier ist aber kein Wildschwein in der Nähe. Was soll das? Kommt raus, ihr Wildschweine. Die verstecken sich. Die wissen, dass ich da bin. Hier den Jägerblick aktivieren. Oh. Mist, jetzt laufen die weg. Der hat anscheinend nichts bemerkt. Schade, ging leider daneben. Egal, jetzt haben wir schon mal einen Hirsch wieder hier erledigt. Hier ist irgendwie... Ach, da liegt mein Pfeil. So, den nehmen wir natürlich gerne mit. Den können wir nämlich gut gebrauchen, den Pfeil. Jetzt müssen wir halt nur aufpassen, dass uns nicht wieder die Viecher hier sehen. Mal ein bisschen hier an die Jagd machen. Ich wollte eh mal ganz kurz gucken. Handwerk. Wir schauen mal eben, was wir so craften könnten noch. Wir bräuchten für den... Ah, Rothundfell bräuchten wir 3. Wildschweinhaut brauchen wir 2. Trage 2 Köder, 8 Stücke Fleisch und 8 Portionen Tierfett. Upgrade, trage 3 Köder. Ah, okay. Können wir die denn schon upgraden? Kommen wir in der Geschichte voran, um an diesen um diesen Gegenstand freizuschalten. Aber einen Speer könnten wir herstellen, Leute. Das würde ich sagen, machen wir auch mal direkt. Speer ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Und Fähigkeiten. Ah, okay, alles klar. Ich kann auch neue Fähigkeiten lernen. Halte Dreieck gedrückt, um manuell einen Gesundheitsbalken zu heilen. Primitive Heilung freischalten, okay. Drücke Sprinten, okay, das kann ich schon. Halte Dreieck gedrückt, um dich zu heilen, während du mit L3 sprintest. Verwende das Standardrezept aus dem Nahrungsmenü. Okay. Enthüllt 80% Schritt des Geländes um dich herum im Kartenmenü. Ah, okay. Pflanzen werden auf der Minimap angezeigt. Finde ich, ist eine ziemlich gute Fähigkeit. Die können wir auf jeden Fall lernen. Ah, okay. Das sind die verschiedenen Fähigkeitsbäume, die ich dann freischalte. Jetzt habe ich auch keinen Punkt mehr, ne? Ja gut, das finde ich aber trotzdem geil mit den Pflanzen anzeigen. Ne, den Speer will ich nicht benutzen. Ich will lieber beim Bogen bleiben erstmal. So, jetzt müssen wir mal eben ganz kurz schauen. Wir bräuchten Rothundfelle. Rothunde habe ich ja irgendwo hier gesehen die ganze Zeit. Die müsste ja irgendwo hier rumlaufen. Ich höre auch schon wieder hier irgendwelche Viecher. Wo sind die denn? Ach, da hinten. Okay. Dann gehen wir mal hier runter. Da nehmen wir noch ein bisschen Schilf mit. Den brauchen wir nämlich auch. Da müssen wir mal schauen. Da oben haben wir unseren Rothund. Ich habe immer Angst, dass hier so Krokodile oder so kommen, ey. Scheiße. Was? Ich hab den am Kopf erwischt und der ist nicht gestorben? Doch, jetzt. Jetzt ist er umgekippt. Krass. Okay, ich hab den nur am Hals getroffen, ey. Das macht einen Unterschied, okay. Was haben wir denn da hinten? Eine Höhle oder so, ne? Anscheinend. Da ist irgendwie eine Höhle oder so. Egal, ich nehme jetzt erstmal hier die Sachen kurz mit. Dann schauen wir mal. Ja, da brauche ich bestimmt Bomben oder sowas. Da komme ich noch nicht rein. Muss ich erstmal ein paar Bomben für sammeln. Gehen wir weiter. Ich würde ganz gerne meine Rothunde finden und töten, ey. Ich meine, der muss mir die doch auf der Karte anzeigen. Stepp, ey. Ja, die sind hier sogar in der Nähe. Nicht mal wirklich weit weg. Aber da oben. Okay, ich kann ja an den Lianen hier hochgehen. Dann sollten wir auf jeden Fall einen verbesserten Köcher gleich herstellen können. Dann gehen wir nämlich erstmal schön hier die Lianen hoch und dann werden wir mal gucken, was wir da so gerissen kriegen. Boah, ist das geil, ey. Ohne Witz, ich finde das richtig cool gemacht.
mit der ganzen Natur und so. Ich freue mich schon, wenn das Spiel auf dem PC rauskommt. Das ist richtig geil. Würde ich auf jeden Fall gerne mal ausprobieren dann, wie das so abgeht in dem Game. So. Oh, ich höre hier schon Wildschweine oder so. Da ist auf jeden Fall ein Rothund. Der jagt, glaube ich, das Schwein. Mal abwarten, wann er das erwischt. So. Den haben wir auf jeden Fall. Seltenes schwarzes Rothundfell. Oh, krass. Okay, wir haben so einen seltenen Rothund erledigt. Ich habe jetzt ein seltenes Fell erhalten. Okay, das ist bestimmt direkt für ein Upgrade oder so richtig gut. Dafür braucht man das bestimmt. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt, dass wir das jetzt bekommen haben, ne? So, dann gucken wir mal weiter, ob wir hier jetzt ein paar normale von denen finden, von den Rothunden. Da ist auf jeden Fall ein Wildschwein. Die halten einiges aus, bestimmt. So. Ich höre hier auf jeden Fall noch ein Wildschwein. Ist gar nicht so leicht, die ganzen Viecher hier immer zu sehen. Hier ist eine rote Pflanze. Rotblatt können wir gerne mal mitnehmen. Können wir bestimmt auch gut gebrauchen. Aber ich bin ja eigentlich wegen dem Rothundfell hier. Oh Gott. Oh! Oh, ich krieg das gar nicht. Oh, ich krieg das. Halt dich, Kevin. Wo ist das Vieh? Alter, das Schwein ist richtig ausgerastet. Wo bist du blödes Mistvieh? Man sieht das gar nicht hier vor der wegen der ganzen Wiese und allem. Ich muss mit dem Jägerblick mehr arbeiten. Boah, das ist gar nicht so leicht, ey. Da ist es. So, pam, Junge. Wildschwein heute, sehr gut. Holen wir uns die auch noch schön. So, da haben wir auch nochmal welche bekommen. Mal gucken, ob wir schon irgendwas herstellen können. Ja, wir können schon jetzt die verbesserte Tasche herstellen. So, Eingeweidetasche, genau. So, ich würde jetzt aber ganz gerne noch, wenn es geht, ein paar von diesen Rothunden töten. Ich höre auch schon so Geräusche. Also nicht, dass ihr das irgendwie negativ sieht hier, negativ sieht, ne, mit dem Gras. Das ist schon echt geil gemacht. Also da wurde sich auch wirklich was bei gedacht, denke ich mal. Weil man hat diesen Jägerinstinkt, gerade weil man ja auf der Jagd ist, ne. Und den sollte man dann auch wirklich benutzen. Die laufen jetzt weg. Krass! Der Geier hat sich einfach da oben... Habt ihr das gesehen? Der hat sich die Ziege geschnappt. Der ist mit der kompletten Ziege weggeflogen. WTF. Der hat sich einfach die Ziege gekrallt. Was geht ab in dem Game? Oh, seltene Wurzel. Ja, sehr geil. Also das finde ich auf jeden Fall eine richtig geile Ergänzung, dass es jetzt hier seltene Sachen und so gibt. Das ist echt mal wirklich mal ein bisschen was Neueres, dass man die so findet. Leuchtfeuer. Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache das Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Erober Leuchtfeuer, schalten Schnellreiseziele frei und bieten dir schnelle... sichere Ruhestätten und Zugriff auf einen und dein Belohnungslager. Okay. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, werden wir uns mal der Sache gleich annehmen. Ja, hier ist das Grünblatt. Ah, da gibt es auch unterschiedliche. So, und dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir das mal hier oben einnehmen. Hier sind 100 pro irgendwo Gegner.
Oder auch nicht. Wie soll ich das jetzt anzünden? Bestimmt mit der Keule, ne? Wie war das nochmal? Oh, ich muss die erstmal herstellen anscheinend. Ja, die kann ich nicht pflücken, die Pflanze. Oder kann ich hier die Fackel einfach nehmen? Speer anzünden. Ja. So. Ja, sehr geil. Nakuti-Leuchtfeuer. Du hältst 400 XP, XP. Und die Bevölkerung habe ich erhöht. Sehr geil, Leute. Ja, das haben wir ja gerade gelesen mit den Schnellreisedingern. Du kannst außerdem in dein Dorf schnellreisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Okay. Ja, nice, Leute. Dann haben wir das auch geschafft. Können wir das Feuer auch wieder ausmachen an der Waffe? Nee, ne? Alter, guckt euch den Hirsch mal an. Boah, ich will den so, ja, so gerne jetzt noch jagen. Guckt euch den Oschi mal an. Ey, was das für ein Vieh ist. Boah, und das mit den Bergen hier im Hintergrund. Das sieht auch richtig geil aus. Jetzt müssen wir auf jeden Fall vorsichtig uns an den ranpirschen, Leute. Oh, da ist ein Wolf. Fleisch. Wo ist der Hirsch hin? Das war bestimmt ein richtig seltener Hirsch. Da ist der. Ich muss den Speer genau in seinen Kopf werfen, Leute. Dann kriege ich den. Oh Gott! Oh! Boah! Junge! Oh! Essen, Kevin! Essen, 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 essen! Oh! Junge! Ich kann nichts mehr herstellen, Leute! Boah! Ich glaube, der wird mich richtig abschlachten, ey. Ich renne um mein Leben. Ich renne um mein Leben. Ich greife dich nie wieder an. Ich höre auf damit. Wirklich. Ah! Bitte. Ich habe es doch nicht absichtlich gemacht. Ich dachte, du wärst ein neutrales Tier. Boah. Oh, er hat abgelassen vor mir, Leute. Nein, der kommt wieder. Oh Gott. Oh. Ich laufe weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich laufe schnell in die Stadt. Oh, oh, der ist noch immer hinter mir her, Leute. Oh Gott, oh Gott. Es tut mir leid, Hirsch. Ah! Ess nochmal Fleisch, schnell, Kevin. Oh. Oh Gott. Greift den an, Leute. Der ist außer Rand und Band. Ich lauf schnell in meine Basis, ey. Oh Gott, Leute, ey. Ohne Witz, okay, was haben wir gelernt? Wir legen uns niemals mit einem ausgewachsenen Hirsch an. Ach du Scheiße. Boah, habt ihr das gesehen, wie der ausgerastet ist? Ey, der war richtig aggro. Oh Gott, was ist hier? Braunbär, ne, zu dem will ich aber nicht, ey. Komm, ich tu lieber schnell ins Dorf reisen. Weg hier. Boah. Ich leg mich auf jeden Fall nicht mehr mit einem Hirsch an, Leute.
Die Nacht ist dunkel und gefährlich, die Sicht ist schlecht und viele Raubtiere sind auf der Jagd. Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere, Pflanzen und Fundstücke. Krass, okay. Also nachts findet man andere Sachen als tagsüber. Das finde ich schon mal eine richtig coole Sache. Ich würde aber sagen, liebe Leute, wir werden an der Stelle jetzt erstmal unseren Spielstand speichern. Boah, das sieht richtig geil aus bei Nacht noch, ne? Ist echt heftig. Ah, und hier ist das Dorf auch. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und schreibt einfach mal in die Kommentare, wie ihr das so findet, was ihr bisher gesehen habt. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns einfach mal hier, ja, wenn das schon so geil aussieht, bei Nacht rausbegeben. Danke fürs Zuschauen, ihr Zerberster und Zerbersterinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.